auch schon zu viel. Aber ich lasse hier die Hühnchen mal Kinder machen, bevor ich die richtig da unten reinwerfe. Die Kleinen wollen noch nicht. Egal, Pech für euch. So. Haben wir oben auch einen Ofen? Nicht, dann mache ich das mit dem Ofen gleich unten. So. Ja, genau. Ich wollte gerade zur Mauer und habe überlegt, Moment, ist ja auch wirklich die Mauer, aber ist mir eingefallen, die Mauer geht ja einmal drumherum. Das heißt, ja, hier sollte eine Mauer sein. Wir sehen hier unsere Bäume, die wir angepflanzt haben im Tal. Blockieren natürlich jetzt den alten Laufweg unten durch dieses, durch diese Lücke. Aber zumindest haben wir Holz. Und hier gehen wir natürlich mitten über den Berg damit, aber ist ja auch egal. Waren wir jetzt eigentlich komplett rum? Ich meine, wir waren nicht komplett rum. So, ich baue mich einfach hier nochmal rum. So. Und ziehe einfach schon mal was höher. Man wollte ja das mit mir alles auf eine Höhe bringen. Komplette Mauer wollte man ja mit mir zusammen hochziehen. Sind anscheinend noch nicht so weit gewesen. Zwischenzeitlich hat anscheinend auch keiner aus der Gruppe gespielt und wenn, dann haben sie was anderes gemacht, weil was sollte sich jemand anderes an ein Projekt dran geben, was ich sozusagen für eine, als eine Idee hatte, wenn ich nicht dabei bin. Also ich meine, ich würde dann, würde ich mit jemand anderem zusammen eine Sache bauen, dann würde ich, wenn ich mit jemand anderem dann zusammenspiele, eine andere Sache bauen. Weil es halt auch blöd dann für den anderen und so. Versteht ihr? Hoffe ich jetzt mal. So. Also die Idee war, diesen Mauer wirklich auf eine einheitliche Größe zu ziehen. Da habe ich ein bisschen Sorgen, dass es so klappt, weil hier sind wir allein schon viel höher als da hinten. Und ob man das dann so wirklich auf eine einheitliche Größe ziehen kann, oder ob es dann hier halt höher gehen muss. Müsste dann noch gucken. Aber einheitliche Größe wäre irgendwie schon cool, aber da müssen wir da unten ja unendlich weit hoch oben gehen. Und kommen ja so schnell wirklich an so viel Cobblestone ran. So. Okay. Hier mit dem Boden hätte ich eine Idee, wie man das machen kann. So dass es so aussieht, als ob das Wasser durchfließt. Kann ich das auch direkt mal machen. Jetzt verziehen wir das hier noch. Das muss weg, das muss auch weg. So. Mhm. Moment. Ich muss das ein bisschen aufwendiger machen, da man sich hier nicht so gut bewegen kann. So. Ja, so oder so ähnlich habe ich mir das gerade eben mal vorgestellt. Ey, komm schon. Ich will da nur oben auf dem Trocknen stehen können. Danke. So, die Frage ist, wo machen wir das Ganze jetzt? Ab hier. Okay, ab hier. Das heißt, wir machen da oben, setzen wir noch einen Block drauf und hier links passt es dann. So, wenn ich gucke das Ganze jetzt mal vom Baum aus auch. Ja, das passt so. Muss man halt es noch mit den Steinen nach unten komplett durchziehen. Aber das sind so kleine optische Sachen zu der Wand. So, der kommen wir als allerletztes. Erstmal Grundstruktur, dann hochziehen, vielleicht ein paar optische Ideen schon mal einbauen. Und als letztlich sozusagen den Feinschliff, wo man noch was ändern muss und sowas. So, erstmal war ich jetzt komplett durch. Ich habe nicht mehr so viel Stein, also behalte ich mir die letzten 27 Steine erstmal für die restlichen paar Meter. Ja, hier endet das Ganze.
wo genau muss ich? Ich klette hier mal kurz hoch. Vielleicht habe ich hier von oben besseren Ausblick. Da hinten beginnt die Mauer, okay. Ich muss wirklich hier nur noch um die Ecke. Ist echt nicht mehr so weit, aber mit den 27 Steinen reicht das Ganze nicht aus. So. Jetzt noch hier 1, 2. So. Und jetzt habe ich noch 2. Und jetzt müssen wir noch irgendwie in die Richtung kommen. Hier unten ist ja auch so ein Fluss, da können wir es genauso machen. Boah, ich wollte gerade sagen, wir machen das genauso wie da hinten. Aber das klappt hier nicht so ganz so gut, weil es gerade hinten so wirklich ein schneller Wasserfall war. Und das hier unten hier endet und der kein richtiger Fluss ist. Was ein bisschen seltsam aussieht. Aber naja, hier oben haben wir dann unsere richtige Festung, außenrum eine riesige Mauer. Die anscheinend doch schon auf der einen Seite relativ weit hochgezogen ist, das sehe ich gerade. Gucken wir das Ganze jetzt mal näher an. So. Erst noch kurz was, dann geht's hoch. So. Ja, die ist. Oh. Die ist um einiges hochgezogen worden. Mehr als ich dachte. Oder war ich da? Klar, das weiß ich doch, wie hoch die gezogen worden ist, oder? Doch, da war ich schon dabei. Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesehen habe. Wie weit ist das denn? Oh, schon ordentliches Stück. Ah, ich gucke mir das lieber von oben an, von der Festung aus. Dann geht nicht so viel Zeit verloren mit drüber rumlaufen und ich muss ja eh als nächstes wieder nach oben. Für Steine und so. Hm, wie komme ich jetzt am besten drüber? Hopp. Ah, da muss ich hoch. Okay, da hinten endet es. Aber ich finde das grundsätzlich cool. Wir haben hier so ein Tal, eine riesige Mauer. Sieht irgendwie lustig aus. Dieses Tal, da sollte dann überall Wasser rein. So, ab dieser Höhe, wo ich gerade hier stehe, und ab hier soll dann hier Wasser rein, überall alles gefüllt werden und dann Brücken drüber und zwischen der Außenmauer und innen drin der Festung noch ein paar kleine Häuschen rein oder kleine Strände, kleine Seehäuser, Angelhütten oder sowas, wo dann unser Volk, unser untergebenes Volk drunter wohnt. So, ich nehme mal kurz nochmal einen Block hin. Das Problem ist, sind hier die Leute, diesen Trick benutzen, den sie gerne benutzen, mit dem Wasser hier runter zu springen, dann gehen die Treppen hier alle weg. Das tun sie doch, oder? Ich kann es einfach nur mal probieren, aber ich meine, dann gehen die Treppen weg. Ach, ich probiere es einfach mal. Nicht, dass ich denen das dann gerade hier alles zerstöre. Moment. So. Okay, testen wir das Ganze nun. Dum, dum. Nein, die Leitern bleiben echt dran. Tatsache. Okay, die Leitern bleiben echt dran. Ja, aber dann auch. Warte mal. Fließt es dann unten auch weiter? Ah, okay. Das hat jetzt nicht ganz geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. So. Nee, okay. Das wird wohl komplett blockiert, das Wasser durch die Treppe. Okay, und jetzt sehe ich einen Bug. Warte. Hm.
Ah, weil, nee, weil das Wasser hier zu Ende ist und ich weiterlaufen kann. Traurig. Damit das klappt, müsste man das Ganze anders machen. Und zwar den ganzen Fluss hier vergrößern. Jetzt muss ich hier das Eis zerschlagen. Damit das Wasser an anderen Stellen steht. Ach, ich hab noch Wasser ein. Hier muss das Wasser stehen. Und hier muss das Wasser stehen. So, dann fällt man hier mit dem Wasser runter. Oh. Das war jetzt durch die Leiter nicht so ganz, wie man sich das Ganze am Anfang mal vorgestellt hat. Aber man sieht die Idee noch. Vielleicht muss man dann einfach hier ein paar Stellen das noch hochziehen, die Mauern an den Seiten. Dann klappt das Ganze auch besser. Ich denke, das werde ich auch mal dann machen. Nur halt nicht gerade jetzt. Jetzt mache ich sofort mal irgendwas anderes. Und zwar die Aufnahme beenden. Ich bin hier noch runter. Wahrscheinlich wäre es irgendwann mal, wenn das hier unten vereist wäre. Wenn ich so die Biome leicht verschieben und hier dann Schnee hinkommt. Einfach dieses Wasser nur voller Eis ist. Das wäre so ein bisschen der Horror. Oh, ich wollte gerade mal gucken, ob hier ein Creeper auf mich wartet. Anscheinend nicht. Freut mich irgendwie. Wäre natürlich lustig, wenn er wieder eine gewesen wäre. Aber naja, was ist schon lustig. So lustig wäre es dann doch wieder nicht, ne? So, als nächstes stelle ich hier an, weiter Stein abzubauen, denn das, was wir im Moment an Stein haben, reicht lange nicht. Oh, hier unten, das sieht eigentlich schon relativ gut aus. Könnten wir bald mal alles ernten und dann nur mal Brot essen, anstatt hier diese ekligen Melonen. Dann gucke ich mal, wie es mein Hühnchen geht. Die sind ja alle groß, bis auf eins. Es kann meiner Meinung nach auch sterben gehen. Das heißt, ab in die Hühnerfarm. So. Nicht bewegen. Sauber Hühner. Oh. Keine gute Idee, es mit Gravel zu machen. Jetzt muss ich hinterher springen. Eins, zwei. Okay, ich muss eh hinterher springen. Passt schon. Eins, zwei. Ja, das tut's auch. Hey, ich bin kein Ei, ich muss nicht abgespült werden. Okay, ist unten auch noch ein Fehler, sehe ich gerade. Wo sich einige Eier drin verirren. So, der Fehler ist jetzt weg. Krasse, so viele Hühner. Schon ganz cool. So, mal gucken, wie viele Eier wir jetzt haben. Wir haben hier, glaube ich, gerade eben 16 und 2 rausgenommen. Und jetzt haben wir noch 4. Und rohes Hühnchen. Könnte man braten. So. Rohes Hühnchen. Und was ich noch hatte, war Eisen. So. Der nächste hier reinkommt, kann sich daran erfreuen. Sechs Obsidian. Zwei Diamanten. Haben wir hier zufällig noch ein Buch irgendwo? Haben wir noch Zuckerrohr hier irgendwo? Nee. Aber ich glaube, wir haben das irgendwo angepflanzt gehabt. Dann gucke ich in der nächsten Folge mal, sofern ich mich daran erinnere, dass ich das machen wollte. Hier stirbt ein Huhn. Sofern ich mich daran erinnere, dass ich das machen wollte, gucke ich mal, dass ich Was wollte ich denn jetzt sagen? Verdammt.
verdammt. Ja, dass ich Zuckerrohr an Pflanzen finde und ein Buch machen kann und damit ein Verzauberungstisch. Nein. Okay. Dann bedanke ich mich bei euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß noch in dieser Nacht. Dieser gruseligen, gefährlichen Minecraft-Nacht. Voller gefährlichen Tiere. Und sowas. Halt, ne? Dann lege ich mich jetzt in fremde Betten. Guck, was die alles so haben. Und sage gute Nacht.